mit einer Maschine das gesamte Bodenbearbeitungsspektrum abdecken, von der Grundbodenbearbeitung bis Breit- und Reihensaat. Damit die Herausforderungen der Schweizer Landwirtschaft erfolgreich meistern. Herbizidreduktion, optimale Bodenstruktur, wenig Gewicht im Feld, wenig Verdichtung, eine wassersparende Bearbeitung und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit durch eine extreme Bandbreite an Arbeit, die wir mit der Maschine abdecken können. Das war die Vorlage, die zur Entwicklung von unserer Supermax Schweizer Innovation geführt hat. Bereits viele Schweizer Landwirte in allen Landesteilen der Schweiz setzen auf das innovative Konzept. Wie ist die Maschine im Grundsatz aufgebaut? Wir haben Supermax vom Hersteller Güttler als originale Ausführung, fünfbalkigen Aufbau mit 37 Sinken auf 5 Meter, doppelte Windung und haben nachher vorne noch eine Tiefenführung der Maschine über das Stützrad und hinten noch eine Nachstregel, die uns eine mechanische Gruppenkämpfung macht. Erweitert ist dann die Supermax Schweizer Innovation mit dem Prisma Walzer Rollfix, wo wir im Feld entscheiden können, ob wir mit oder ohne Rückverfestigung arbeiten, sprich die Tiefenführung der Maschine vorne über das Stützrad oder nachher bei der Rückverfestigung, wenn wir Sapenbereitung machen oder wenn wir säen, hinterher über einen Rollfix von 0 bis 100% einstellbar. Dann ausgerüstet mit dem Seigerät, 410 Liter mit 2 hydraulischen Gebläsen gekoppelt, wo wir nachher entweder auf die Reihensaateinrichtung zu den Zinken gehen, dass wir Kulturen in Reihen säen können, mit der Fahrgassenschaltung oder wahlweise auch hinten auf Breitsaat, wenn wir neue Ansaaten machen wollen, von Gras, Gründünger, Zwischenfrüchte oder was auch immer. Da haben wir ständig die Wahl und können innerhalb einer Minute über einen Schnellwechsel Bajonettverschluss entscheiden, welches Saatverfahren wir wählen wollen. Saatgut in Reihe wird über Zinkensaat gemacht, das heisst, wir haben bei jedem Zinken hinten dran ein Seirohr, Vollchromstahlausführung mit einer Bodenschutzklappe, wo wir entsprechend Saatgut nachher in der Tiefe, die wir eingestellt haben, über einen Rollfix als Tiefenführungsinstrument entsprechend ablegen. Wie gesagt, natürlich kombiniert mit der Fahrgassenschaltung in der entsprechenden Spurbreite. Hier sind wir auf dem Feld von Marcel Schlup von Brückle im Solothurner Buchiberg. Er ist der erste Schweizer Landwirt, der auf das innovative Konzept setzt und hat die Maschine seit 2017 im Einsatz. Bereits deutlich über 100 Hektar geschaffen mit der Maschine, sämtliche Kulturen von Getreide, Raps, Soja, Eiweiß, Erbsen, Gründünger, Zwischenfrüchte, neue Ansorten von Gras, die mit dieser Maschine gesät worden. Das in den unterschiedlichsten Böden, von sehr schweren Böden in der Gegend von Salzach bis eben auch eher leichte Böden hier auf dem Buchiberg oben. Marcel Schlup, seit 2017 Anwender von der Supermax Schweizer Innovation. Was sind deine Erfahrungen mit dieser Maschine? Meine Erfahrungen, das ist ja das, was ich gesucht habe. Im 2017 hat man geredet, von zuerst mal Glyphosat verbieten. So schnell wie möglich. Ich tue schon seit 20 Jahren pfluglos Bauern und habe Alternativen gesucht, dass ich das Glyphosat ersetzen kann. Ich habe Kräuter Supermax gesehen. Ich habe gewusst, wie das arbeitet, habe es ausprobiert, gesehen, wie die Pflanzen vertoren und kann dazu eine super Bodenbearbeitung machen mit der gleichen Maschine. Und das war für mich ausschlaggebend. Die Vorteile aus dem Einsatz aus sind spürbar, kostenwirksam. Die Vorteile sind, ich bearbeite nicht tief, bearbeite, ich bearbeite nur in den obersten 10 bis 15 cm. Bearbeite. Ich habe weniger Wasserverlust in den Böden. In diesen trockenen Jahren ist das immer wichtiger. Wie schätzt du das Seiverfahren ein? Du hast vorher anders gesagt. Sei es jetzt so in Reihen oder wahlweise breit. Wenn du das vergleichst gegen das Bestehende, wie schätzt du das ein? Also, wenn man es so nebeneinander hat, eine normale Seikombination mit dieser Seimaschine hier, einen Zentimeter mehr Luft haben wir zwischen den Reihen, sonst sieht man nichts. Und die Fahrgassen sind genau gleich, identisch wie mit einer normalen Seilmaschine auch. Gut, dann lassen wir die weiterarbeiten. Wir sind hier gerade an der Saatbettbereitung für Mais. Wie gesagt, man kann natürlich die Ebene für alles einsetzen. Und das ist auch eine Anwendung, die du natürlich brauchst. Und dann die Einzelkorns ankommt mit Mais. Weiterhin gute Fahrt, gute Saison. Merci.